Und neben mir steht jetzt Stefan. Stefan, zufrieden bist du mit deinem Unentschieden gegen Joey? Bestimmt nicht. Nee, natürlich nicht. Es ist ein bisschen unglücklich gelaufen, aber Joey ist durchaus natürlich schlagbar. Also. Aber du hast ja nochmal gemeckert. Fandst du, dass der Schiedsrichter falsche Entscheidung getroffen hat? Also ich hatte den Eindruck, dass bei dem einen Foul, wo er abgepfiffen hatte, hätte er durchaus Vorteil gelten lassen, weil dann wäre ich frei vor dem Tor gewesen. Aber ist es nun mal so, wie es ist. Hätte, Herrentoilette. Ja, hätte, Herrentoilette. Viel schlimmer finde ich, dass das da in so einem Gurkenkick zwischen der Türkei und Portugal 4 Bälle draufgehen. Aber wir haben ja zum Glück, glaube ich, 40. Wir haben 40. Ein Ball kostet 400 Euro. Wirklich? Ja. Hat einen Durchmesser von 2 Metern und wiegt, jedes glaube Mal ich, 15 puff, Kilo. Weg. Ja, aber komisch, was ist da passiert? Du hast es dir ja nochmal angeschaut von der Seite. Zu viele Scherben, weil du hast dir ja nochmal die Handschuhe auch angeguckt. Da war ja, ich war mir nicht sicher. Ich wollte alle Möglichkeiten auschecken, aber wahrscheinlich waren es Scherben. Da lagen ja genug rum in dem Spiel. Du hast ja noch alle Möglichkeiten, ins Halbfinale zu kommen, denn jetzt spielen deine beiden weiteren Gruppengegner, ja, England und Holland. Wen siehst du da vorne? Harry Weinfurt oder Ross Anthony? Das ist schwer zu sagen. Beide gehören eigentlich nicht in ein Auto. Au, oh, das sind ja Ansagen. Aber die Queen feiert ja heute ihr 60. Thronjubiläum, insofern vielleicht ein Vorteil, ja, für Ross Anthony. Genau. Also, Holland gegen England. Auf geht's zur vierten und letzten Begegnung des ersten Spieltags. Die Niederlande gegen England. Und für die Niederlande startet Harry Weinfurt. Mit Der Preis ist heiß wurde Harry in Deutschland bekannt. Beim Dschungelcamp machte er die wohl härtesten Erfahrungen seines Lebens. Als Holländer ist Harry natürlich Fußballfan vom Scheitel bis zur Sohle und stand uns bei der Weltmeisterschaft 2002 schon einmal als Experte zur Seite. Heute soll eine Medaille für sein Land her. Also, hip Holland hip für Harry Weinfurt. Er kämpft für sein Mutterland England. Ross Anthony ist das Enfant terrible des deutschen Fernsehens. Wo er auftaucht, ist gute Laune garantiert. Und so dürfen wir uns auch auf die nächste Staffel der Popstars freuen, bei der er in der Jury sitzen wird. Bei Ich bin ein Star holt mich hier raus wurde er sogar Dschungelkönig. Ross Anthony startet für England. Jetzt die Niederlande gegen England. Stefan hat gesagt, diese beiden Menschen gehören nicht in ein Auto. Wir sind gespannt, was gleich passiert. Ja, Köln jetzt hier für Holland am Start. Linda de Mol, nein, natürlich Harry Weinfurt. Ich habe das zuerst nicht so ganz erkannt, doch am Bart nachher. Ich freue mich darüber, dass du das erkannt hast. Einen wunderschönen guten Abend, Köln. Du wirkst, ja, freundlich, die Holländer. Du wirkst im Moment sehr, sehr ruhig, aber ich habe dich auch im Training gesehen und ich kann sagen, der Greis ist heiß. Ist das jetzt innere Unruhe oder was ist da los? Nein, das ist der Titel von meiner Seniorensendung, die ich irgendwann machen werde. Nein, Quatsch, ich bin heiß darauf. Ich habe mit Anthony noch eine Rechnung offen. Er hat letztes Mal gewonnen und das tut sehr weh. Gut, das glaube ich wohl. Wir laufen mal ganz schnell rüber zu Ross Anthony für England. Hallo Ross! So, du hast ja eigentlich schon einen Titel, du bist ja schon Europameisterin, ohne einmal gefahren zu sein. Du bist aber ein lustiger Kerl, gell? Ja, ich versuch's. Sag mal ganz im Ernst, es geht ja Popstar, es geht ja bald wieder los. Richtig, ja. Wann denn genau? 5.7. Wenn du es überlebst. Ja, wenn ich das überlebe, da. Hast du Angst? Ob ich Angst habe? Nö. Na gut, jetzt Holland gegen England. Ich weiß nicht, für wen ich sein soll. Ich finde beide scheiße. Von mir aus kann's losgehen. Also, bei der WM 2010 gewann England dieses Duell mit 5:3. Harry Weinfurt hat es angesprochen. Da gibt es noch was gut zu machen. So. Die sind beide eher von der etwas vorsichtigeren Front. Anders als Eko für die Türkei. Ich habe das Gefühl, wir haben eine neue Legende im Autoballsport, Eko Fresh. Und jetzt gucken wir mal hier, was Holland und was England machen. Und Harry Weinfurt geht hier mal schnell in Führung. Harry Weinfurt. Er hat kräftig trainiert, auch den eigenen Körper in Form gebracht mit einem neuen Abnehmprogramm von Dr. Herberger. Sie werden es nicht glauben, das Abnehmprogramm heißt Sepp. Ist jetzt kein schlechter Witz oder so. Dr. Herberger mit dem Abnehmprogramm Sepp und Harry Weinfurt hat schon über 5 Kilo abgenommen. Vielleicht
macht das Tempo, weniger Gewicht im Auto. Jetzt macht er erstmal dicht. Was macht Ross Anthony? Nee, der wird nicht reingehen. Und Harry Weinfurt könnte jetzt mal langsam sich irgendwann Richtung Ball bewegen. Schockstarre ist nicht angesagt. Aber er bleibt da stehen. Ich weiß nicht, was er vorhat. Und so passiert's. 1-1. Schneller Ausgleich für England. Ross Anthony. Hat er einfach zu passiv in der Defensive agiert, Harry Weinfurt, nach seinem Blitzstart. Also ganz fix die Antwort für Ross Anthony, der noch einen Anruf aus dem Königshaus in England bekommen hat. Der Druck ist groß. Angesichts des 60-jährigen Thronjubiläums der Queen erwartet man einen Sieg. So, geht er jetzt übers Auto? Nee, hat er Glück, Ross Anthony. Aber Harry Weinfurt über die rechte Seite versucht er jetzt durchzukommen, hat aber leichte Schaltprobleme. Jetzt hat er auch den Scheibenwischer angemacht. Ist es zu glauben? So, jetzt in den Vorwärtsgang. Und dann ist die Kiste frei. Anthony, Ross Anthony hat einen zu großen Bogen gefahren. Das ist ein halbes Eigentor. Jetzt muss er nur noch hinterher und macht rein. 2-1 Holland. Harry Weinfurt, ja, der hat sich einiges abgeguckt von der Konkurrenz hier in den ersten Partien und führt mit 2-1. Und das ist schon fast lässig, diese Geste da nach der erneuten Führung. Er macht das mit Erfahrung. 63 Jahre hat er mittlerweile auf dem Buckel. Harry Weinfurt, eine TV-Legende. Überhaupt keine Frage. 8 Jahre, der Preis ist heiß, hat er gemacht. Jetzt mit dem Konter. Das ist ein gutes Mittel. Wenn der Gegner den Ball nach vorne treibt, dann dagegen zu halten, recht kräftig gegen zu fahren, um dann eventuell zu lupfen. Haben wir schon häufiger gesehen. Ja, die sind schon beide etwas vorsichtiger und schön zu sehen, dass beide wissen, wo die Bremse ist. So, und jetzt hat Ross wieder die Chance, zum Ausgleich zu kommen. Für mich war das ein bisschen zu übereifrig. Er hätte den Abpraller abwarten müssen. Jetzt mit dem Poppes, also mit der Rückseite des Autos. Aber Harry jetzt mit der Chance, kommt da nicht drüber. Und das ist ein Konter, der nicht reingeht. Nee, der geht an den Außenpfosten. Weiterhin 2-1 für die Niederlande, für Harry Weinfurt. 3 Minuten knapp hat Ross Anthony noch Zeit, hier zumindest mal auszugleichen. Ball ist noch im Spiel. Und jetzt Harry Weinfurt, wenn er jetzt nach vorne kommt. Riesenchance, jetzt muss er ein bisschen seitlich anfahren. Macht er gut. Und jetzt muss er, jetzt ist er nicht mehr hinter den Ball gekommen. Aber der rollt rein. 3-1 Niederlande. Harry Weinfurt mit einem klasse Auftakt in dieses EM-Autoballturnier. Und da packt er das Zahnpasta-Lächeln aus. Ja, Ross kommt da nicht mehr an die Kugel und Harry macht das einzig Richtige. Lässt den Ball laufen. Und es steht 3-1 für die Niederlande. Sieht im Moment gut aus für Harry Weinfurt. Es sieht gut aus für die Revanche. Für die 3-5 Niederlage bei der WM vor 2 Jahren. Ja, jetzt noch mal gegenstupsen. Kommt vorbei, jetzt ist er zu schnell. Ja, jetzt den großen Bogen fahren, denn auch Ross Anthony ist ja noch nicht hinter dem Ball. Also da hat er noch alle Zeit der Welt. Und hat jetzt sogar wieder die bessere Position. Hat jetzt die bessere Position, Harry Weinfurt. Ah, Ross schneller, findet früh genug den richtigen Gang. Ja, und jetzt der Ball wieder im Spiel, von den Assistenten wieder reingebracht. So, jetzt muss er sich Richtung eigenes Tor ein bisschen orientieren, Harry Weinfurt. Jetzt fährt er den ganz großen Bogen. Jetzt hat er ein bisschen Glück, dass die Helfer den Ball nicht ins Spiel zurückbekommen. Und jetzt ist er wieder vor der eigenen Kiste. 1:45 noch. Es sieht nach einem Auftaktsieg bei der Autoball-Europameisterschaft für die Niederlande aus. Da zwängt er sich durch. Das macht er richtig gut. Aber jetzt wird ein bisschen zu viel Dampf. Rastelli. Jetzt macht er den ins eigene Tor. Ich glaub's nicht. Und klärt den noch. Harry Weinfurt. Für mich hier bisher eine absolut positive Überraschung. Wie er den da nochmal rausstupst. Was ist mit dem denn los? Also den hatte keiner in dieser Form auf der Rechnung. Also der ist nicht nur Studentenfutter hier. Raab und Kelly werden sich das genau anschauen, die sich ja unentschieden getrennt haben. Nach dem ersten Spieltag wird in dieser Gruppe Harry Weinfurt, so wie es aussieht, an der Spitze der Tabelle liegen.
Und wenn er dann sich gut aus der Affäre zieht gegen die beiden Favoriten, wenn er den beiden vielleicht jeweils auch noch ein Pünktchen abluchst, dann mag da sogar was drin sein in Richtung Halbfinalqualifikation. Dieses Spiel wird er gewinnen. Ross ist dazu zaghaft. Harry hat das gut im Griff, macht ordentlich zu. Es ist nur noch eine gute halbe Minute. Und dann geht er hier mit den ersten drei Punkten aus diesem ersten Spieltag. Und er setzt noch einen drauf. Er setzt noch einen drauf. Harry Weinfurt 4:1 gegen England, gegen Ross Anthony. Ja, und jetzt ist er cool. Der Obst-, der Tomatenbotschafter der Niederlande, Harry Weinfurt, ganz locker. Also Ross für ihn heute hier kein ernstzunehmender Gegner. England geht mit einer ordentlichen Klatsche in diese Europameisterschaft. Und da kommen dann Kelly und Raab, Irland und Deutschland. Wird nicht gerade einfacher, was er da vor sich hat. Ross, drückt er den noch irgendwie rein? Drückt er den noch irgendwie rein? Noch ist er nicht drin, noch ist er nicht drin. Er drückt und jetzt ist er drin, er ist drin. Das ist Tor, das ist das 2:4 aus Sicht von Ross Anthony, aus Sicht von England. Es hilft nichts mehr, weiß gar nicht, ob das noch wirklich in der Zeit war, habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. War, glaube ich, nicht mehr in der Zeit. Doch, war in der Zeit. War in der Zeit, also Endergebnis 4:2 für die Niederlande, für ihn hier, für Harry Weinfurt, für Dr. Herberger hat er das Ding hier eingefahren. Wahnsinn! Was war denn da los? Der Anthony ist immer ausgewichen. Das ist super gemacht. Wie ausgewichen? Du bist ausgewichen. Also nicht schlimm. Ich habe mich gefreut für ihn, ne? Ja, ich habe das gemerkt. Er gewinnt nicht so viel. Aber wir haben beide die Autos ganz gelassen. Ist das, dass wir sind echte Könner? Sehr schön, das war eine Kampfansage, eben das Spiel von Harry Weinfurt. Und wenn ich eben die beiden Nationen beleidigt haben sollte, meine ich das natürlich alles nur fußballtechnisch. So, ich gebe wieder hoch zu Steven. Vielen Dank, Elton. Übrigens das erste Spiel ohne Unterbrechung. Und Stefan guckt immer noch träumerisch aufs Spielfeld. Hättest du das gedacht? Ja, das war schon überraschend. Ich hätte da Ross noch einige Chancen eingeräumt, aber Harry hat taktisch sehr gut gespielt. Und 4:2 gewonnen. Und gewonnen. Und das ist das Ende des ersten Spieltages und wir schauen uns jetzt mal an, was das für die Tabelle bedeutet. Denn da können wir sehen, in der Gruppe A liegt in Führung Italien mit Giovanni Zarella und Portugal ebenfalls. Also Punkt und Tor gleich beide, Türkei und Österreich. Hinten, da kann sich aber, wie gesagt, noch eine Menge ändern und wir gehen zur Gruppe B und sehen, dass da jemand vorne ist, den wir anfangs nicht vorne erwartet hätten. Und zwar Harry Weinfurt mit 3 Punkten und einem besseren Torverhältnis, gefolgt von Irland, Deutschland und England. Aber wie gesagt, wir haben ja noch einen zweiten Spieltag vor uns und sogar noch einen dritten, Stefan, und da hast du dir viel vorgenommen. Ja, natürlich werde ich versuchen, die nächsten beiden Spiele zu gewinnen. Das muss ich auch, sonst wird es eng. Also und du solltest dich jetzt konzentrieren, nochmal ein bisschen massieren lassen und dann sehen wir uns gleich wieder auf dem Spielfeld. Also, Stefan hochmotiviert.